Und der FC Barcelona holt einen Eckball raus. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Alexandre Pato. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Und was für ein Tor! Jetzt hat der AC Milan die Vorteile auf seiner Seite. Mit Augen. Fabregas. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Oh! Der Ball war immer aus. Freistoß. Nah am Tor. Aus vielversprechender Position. Also wenn er den nicht gesehen hätte, aber er hat ihn gesehen. Er pfeift den Freistoß. Aber Manni, jetzt pass mal auf, da gibt es 3, 4 Spezialisten und das ist fast schon wie ein Elfmeter, dieser Freistoß. Und hier der Freistoß. Unglaubliches Tor! Das weiß man doch, dass der den Ball, den kannst du eigentlich gar nicht halten. Ja, überragend gemacht. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Das war ein guter Versuch. Er versucht es ja gerne aus der Distanz. Und wenn sie ihm den Raum lassen, dann wird er sie früher oder später dafür bestrafen. Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange. Das war noch knapp, aber beim nächsten Mal klingelt's. Komm, Pfosten zurück ins Feld! Fußball, du musst dich konzentrieren. Und hier hat die Konzentration im Abschluss eindeutig gefehlt. Robinho. Spielt sich herrlich an die Latte und zurück ins Feld. Jetzt hat das mal. Alexandre Pato. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Das ist das Tor. Das ist sein zweiter Streich heute und wir sind gespannt, ob er noch mal zuschlagen kann. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, er muss doch Stromfedern in den Schuhen haben. So hoch wie die Entfernung, doch zu groß. Super Flanke. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Jetzt ist er und der Ball ist drin. Ja, und da kommt die Antwort. Und zwar postwendend. Ja. Fabregas. Und so brennt hier gar nichts an. Ja, tolle Chance. Achtung, jetzt! Und der ist drin! Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon... Fabregas. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Großer Sport, große Attacke. Das beflügelt für den Angriff. Jetzt zieht er ab. Und Tor, und Tor, und Tor. Dreimal hintereinander am Stück. Der klassische Hattrick. Super. Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich...